zurück. Hallo, willkommen zu einem Video. Mein Name ist Selina und oh mein Gott. Ihr merkt, dass in meinem Zimmer schalt ist. Ich zieh aus. Endlich. Nein, Spaß, zieh nicht aus, aber oh mein Gott. Ich komme noch immer nicht drauf klar. Ich krieg ein Pflegepferd. Ein Pflegepferd. Mein eigenes Pflegepferd. Leute, ey, ich bin heute Morgen aufgestanden. Ne? Ich gucke so auf Google, so ja, in der Nähe gibt es halt einen Reiterhof. Und ich war da halt schon ein paar Mal, aber ich war da halt nie reiten. Ich habe einfach nur Pferden Hallo gesagt. Hello. Wir blenden kein Video ein. Weil ich da war, hatte ich voll die Pferdeangst. Also wirklich, ich wollte das Pferd nicht anfassen. Das war letztes Jahr. Ja, letztes Jahr, das ist eine sehr lange Zeit. Letztes Jahr hatte ich keine Augenbrauen, jetzt habe ich Augenbrauen. Puh. Und Haare. Auf jeden Fall, ich bin heute aufgestanden, habe meine Mutter gefragt, ob ich ein Pflegepferd bekomme. Und sie so, ja, wenn du jedes einzelne Ding, also jede einzelne Schublade in deinem Zimmer aufräumst. Ich so, okay, scheiße, geht nicht. Ich habe einfach innerhalb von 4 Stunden mein komplettes Zimmer aufgeräumt, Leute. Eigentlich brauche ich nur für meinen Schrank 5 Tage. Also, ey, was ich alles für ein Pferd mache. Auf jeden Fall gehen Inga und ich bald zusammen hin. Und wir nehmen euch natürlich auch mit. Ich frage mich, welches Pferd ich bekomme. Ich bin mies aufgeregt. Wir haben jetzt kurz den Platz gesehen. Das wird deine Unterwäsche zeigen, oder was? Nein. Okay. Ich will die Unterwäsche mal aufmachen. Guck, das hier ist einfach wunderbar. Das sind Bikinis, keine Unterwäsche. Dann hier meine schönen Sachen. Die waren noch nie so schön. Dann hier halt. Was soll ich sagen? Aufregendes Jahrestagebuch von Jule. Da geht's um Perry, bitte. Das hier ist ja mein eigentliches Handy. Aber ich war am Freitag in der Stadt und mein Handy war hier vorne in meiner Hosentasche. Und ich habe halt den Jogginghose angehabt. Und es hat geregnet. Also es hat extrem krass geregnet. Das Regenwasser ist einfach hier in meine Lautsprecher und mein Kabel-Ladeding gegangen. Und ich habe mir so, okay, scheiße. Ist egal, nichts passiert so. Ich bin so, okay, ein bisschen nass geworden, mir nicht. Ich war zu Hause, ich wollte Musik hören. Nichts ging. Ich habe erstmal so Panik geschoben, mein Herz hat so gemacht. Ich habe meine Mutter angeschrien, weil ich war sauer und ich war traurig. Nee, was ist angeschrien? Ich habe gesagt, Mama, mein Handy ist kaputt. Was soll ich machen? So richtig panisch. Ja, leg in Reis. Ich habe mein Handy wirklich in Reis gelegt und damn, es funktioniert. Ich will nicht wissen, wie viele Kabel ich gerade geküsst habe. Okay, ist jetzt auch egal. Wir gehen jetzt rüber zu Eggy Egg. In die Ecke! Bist du bereit? Mann, geh in die Ecke! Okay. In die Ecke, nein. In die Ecke mit dir. Hey, warum? Geh doch auf die Ecke. Hey, warum darf der nicht sitzen? Leute, ich hasse das, wenn Selina von der Stadt kommt mit den dreckigen Klamotten, gell? Die sitzt bei irgendwelchen. Was ist mit mir in der Stadt? Ja, aber die sitzt in irgendwelchen Pennerbänken oder was? Die sitzen auf den gleichen Bänken. Ja, aber trotzdem, ich hasse das. Dann chillt die sich hin. Weil, wisst ihr, stellt euch vor, ich leg mich hin, okay? Ich leg da mit meinem Pyjama. Und Selina, diese blöde Kuh, hockt sich dahin. Wer weiß, ob jemand da ist, also da hat oder weißt du was ich. Und Selina, Leute, Selina ist so eine Person, die chillt in jeder Ecke. Die chillt in jeder Ecke, ich schwöre. Wir waren zusammen in der Studie. Ja, zusammen die chillt. Aber ich will nicht wissen, wo die Hose schon alles war, wo du die schon hingepflanzt hast. Die war geduscht. Gewaschen, Alter. Ich will nicht wissen, wohin du die schon alles hingepflanzt hast. Auf dich. Einfach so ins Bücher, also wirklich. Du kennst dich, du bist ein ekelhaft. Hey, ich mag das nicht. Eine, wenn ich, warte, eine, was, wenn, was ist das? Warum ist da vom Winter eine Badebombe? Wir haben doch gar keine Badewanne. Ja. Leute, ich habe von einer Freundin zum 18. Geburtstag, also mit anderen Geschenken, das war halt dazu, eine Badebombe geschenkt bekommen. Das Ding ist, wir haben nicht mal eine Badewanne. Aber das Deprimierende dabei ist, nicht, dass wir keine Badewanne haben. Sondern, dass du dich nie duschst. Alle haben eine Badewanne ohne Dusche oder halt eine Badewanne und wir haben nur eine Dusche. Warte, was? Sag mal. Ja, weil früher bei uns hat das so eine Oma gelebt. Oh, vielleicht war das eine tote Oma. Digga, mein Herz kam, Alter, als du gemacht hast. Ich dachte, ey, die redet über tote Menschen. Dann kommt die mit, oh, mein Herz. Oh. Auf jeden Fall. Ist der Engel kaputt? Hä? Oh mein Gott. Ich schwör bei Gott, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts angefasst. Hä? Selina, du auch nicht? Bist du dumm? Ich saß da die ganze Zeit. Nein, nein. Hä? Sind das die Flügel, gell?
Ja! Der Engel hat die Flügel. Ja, was war das? Was ist das dann? Achso, das ist das Papierteil. Oh mein Gott, mein Herz gerade eben, Alter. Das ist doch das Papierteil, was hier aufgehängt hat. Haben wir das aber nicht weggemacht? Nee, wir haben den Faden dran gelassen. Oh Gott, mein Herz gerade eben, Alter. Nein, Leute, ich schmier jetzt Selina Haaröl in die Haare. Warum müssen meine Haare umleiten? Nein, Mann. Doch, dann guck, da steht Arganeöl, das ist Vitamin E und Extremschaden. Ich will nur kurz das gucken. Ich mach das. Meine Haare sind kein Extremschaden. Doch. Ich will lesen. Nein, ich will nicht, dass es anfällt. Extremschaden. Was habe ich denn vor? Sehr geschädigtes und trockenes Haar. Meine Haare sind nämlich trocken, sondern fettig. Da steht zwei Anwendungsmöglichkeiten, aber da steht nur eine. Sie macht ihr. Aber nicht auf Ansatz. Mach hier. Mach einen Spitzen. Mach doch. Okay, lass uns. Mach doch einen Spitzen, Alter. Lass doch los, Alter. Mach jetzt. Doch, jetzt sind deine Spitzen. Okay. Mein Gott, ey. Alles, was man selber macht. Jetzt hast Agane und Vitamin E in deinen Haaren. Leute, Selinas Zahnspange scheint so bling, bling. Ja, bling. Ey, was? Ich mach den Lippenstift drauf. Ja. Okay, mach hol Lippenstift. Nein. Hol Lippenstift. Du verdienst mein... Nein! Mann, Leute, ich hab das halt doch erst heute frisch rausgeholt. Wieso hängt das da? Ja, weil ich mich geduscht habe, da hab ich's auch. Du duschst dich? Warte, ich übers Testen. Warum geht dein Make-up nicht ab? Hä, die testet immer, gell? Leute, warum geht ihr Make-up nicht ab? Mach mal bei dir. Nein, fass mich nicht an! Ja, ich habe letztens jemanden umarmt und dann hatte die Person wieder Make-up drauf. Schau, das ist schon das vierte Mal. Ja. Leute, wir machen jetzt Öl in ihr Gesicht. Ha, nein! War nur Spaß, war nur Spaß. Mach. Jetzt sind wir in Alinas Beauty Salon. Was, hast du den Lippenstift durch heute bei Make-up fast aufgegessen? Nein. Nein! Als kleiner Snack. Erstens, es war ein anderer, zweitens, ich habe den nicht aufgegessen. Nur angebissen. Nein! Mach doch zu. Zena, hör doch auf. Du drückst gar nicht, du musst fester drücken. Mein Gott, ey. Die hat's gegessen. Und ihr sagt, ich esse Lippenstift auf. Jetzt ganz ruhig. Das ist mein Lippenstift. Also Alina zeigt gerade, wie sie sich selber immer schminkt. Nein. Alina! Du kriegst ein Herz! Nein! Lass mich dein Herz holen. Sie kriegt ein Herz, weil ich hab sie lieb. Das sagt sie gerade zum ersten Mal. In der Kamera. Ja, hör auf, meinen Lippenstift zu essen! Bist du behindert? Happy Halloween! Ja, scheiße. Du hast gerade nicht mal 30 Euro Lippenstift kaputt gemacht. Ach, da kommt ja noch was raus. Jetzt! Jetzt wollen wir noch eine Welle. Und gleich kommt. Willst du, dass ich blind werde? Ja. Inga. Ich meine, was ist. Oh mein Gott, du hast meine Oberteile angemacht. Jetzt. Also, so war das Video wieder mal. Ey, so teilweise war toll, dass er zu. Ja, ja, genau. Axel, Name. Ich hab Pink gehabt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Haare waren 130 Euro wert! So wenig! Hey, meinst du, dass du anmalst? Ja! Nein! 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 Schau, wenn die Flecken nicht rausgehen. Sie ist um! Dann bring. Ach, Leute, das war gerade voll anstrengend. Mann, ich hab pinke Haare! Dann macht sie meinen Lippenstift kaputt, dann färbt sie mir meine Haare, dann macht sie mein Oberteil dreckig. Und dein Teppich auch. Und meine Decke. Und jetzt gib mir meinen Lippenstift. Nein. Doch. Nein, leise. Jetzt gib mir meinen Lippenstift. Oh mein Gott, wie ich aussehe. Jetzt gib. Ja, was willst du mit dem bitte noch machen? Mann. Sie möchte es noch essen, Selina. Oha! Oh mein Gott! Mann, meine Welche? So, auf die. Mann! Wer hat sie wünscht? Ich wehr mich! Ich wehr mich immer! Ey, ich bin immer unter. Okay, nur bei den Haaren, deine Haare sind eh schon gefärbt.
voll fresh. Ich werde Leute sehen, dass er sich pinke Haare färben. Sieht voll gut aus. Oh. Ey, steht dir voll, Schatz? Ey, sollen wir später Pizza bestellen? Auf deiner Ecke? Ja. Ah, mein Horrorring! Mein Horrorring! Reiß mein Ohr ab! Mann, das sind 30 Ohr. Ja, du stellst mir voll die Haut. Aua, ne? Aua, du stellst mir die Haut. Okay, Leute, Alina hat die weiße Flagge geschwenkt. Wir gehen jetzt Pizza bestellen als Friedensangebot. Ciao. Ciao. Oh mein Gott, ich sehe ja verscheißt aus.